Wo fliegt das Ding jetzt hin? Da lang, okay. Na dann, gehen wir da lang. Hi! Ihr wundert euch bestimmt, was ich mache, oder? Naja, also ich habe mit dem Villager aus der Kirche gesprochen. Ihr wisst schon, dieser Komische, der nachts scheinbar nie schläft und immer den Mond anschaut und so. Ja, und der hat gesagt, ich finde den Weg zur heiligen Insel Birma am besten, wenn ich fliege. So. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich jetzt noch ein Flugzeug bauen soll. Und er meinte, nein, nein, viel einfacher. Du musst nur das Portal finden zur anderen Dimension. Dort musst du den Drachen besiegen und dann das nächste Portal finden. Und wenn du da durchgesprungen bist, musst du nur noch eine Stadt finden mit einem fliegenden Boot. Und dort wirst du Flügel finden. Und ich habe gedacht, was ist denn mit dem los? Hat der gesoffen? Naja, aber da ich sonst nichts zu tun habe, habe ich mir gedacht, pfff, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Ich mache mich mal auf den Weg. Dann hat er mir diese grünen Perlen hier mitgegeben, hat gemeint, die soll ich in die Luft werfen und der Richtung folgen. Und das mache ich jetzt. Seit Stunden folge ich der Richtung dieser Perle. Aber ich habe das Gefühl, ich bin fast da. Kommt doch mit und begleitet mich bei meinem Abenteuer. Okay, also hier ist diese Perle jetzt irgendwie hängen geblieben und ich vermute, dass es hier irgendwo ist. Ich werde mich jetzt schlafen legen und dann am nächsten Morgen nach unten buddeln, weil irgendwo muss ja dieses ominöse Portal sein, wenn da überhaupt eins ist. Later. Ha, ich glaube, das ist es. Also, Bricks mitten im Felsen, das ist ja ungewöhnlich, das muss ja irgendwas sein. Ich gehe da jetzt rein. Okay, das ist wie so ein Verlies. Das ist super creepy. Oh Gott. Auf was habe ich mich hier nur eingelassen? Oh Mann, kann mich hier irgendwas töten? Oh Gott, ich habe Angst. Oh, eine Kiste. Ist das ein gutes Zeichen? Hallo? Ist hier jemand? Nur Müll drin.
Okay, nächste Tür. Oh Gott, Lava. Lava? Ja, hier ist irgendwo eine Spinne. Hört ihr die? Oh, schnell weg. Okay, ich höre die Lava ploppen. Ist das ein gutes Zeichen? Möglicherweise. Oh Gott, ich zitter voll. Ich hab voll Schiss. Entspann dich, Prickigi. Alles ist gut. Was ist das? Hä? Ist es das Portal? Aha! Oh mein Gott, ich glaube, ich hab's gefunden. Das war ja easy. Erstmal ausleuchten hier. So, und jetzt hier alles zumachen. Und die Lava wegmachen. Möchte hier keine Unfälle bauen. So, das ist also dieses Portal. Und hier mache ich diese grünen Perlen jetzt rein. Und die letzte, ich hab Schiss. Ach du heiliger Bimbam. Drauf geschissen, ich spring da jetzt rein. Ich drehe die Musik mal ganz leise, damit ihr die wunderschönen Geräusche des Dragon hören könnt. Okay, also der Drachen heilt sich an diesen Kristallen hier und die muss ich also zuerst zerstören, bevor ich den Drachen besiegen kann. First try. LOL. Ha, ich hab den Drachen getroffen. Das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Ja, nee, das wird so nix. Muss ich nochmal näher rangehen. Kaboom! Und der letzte. Haha, da guckst du was. So, jetzt kann ich den Drachen in der Luft mit Pfeilen attackieren oder wenn der sich auf sein Podest setzt mit dem Schwert. Ich müsste nur halt treffen, weil so viele Pfeile habe ich nicht dabei. Ah ja, und wenn ich zu nah an die Flügel komme, dann kann der mich in die Luft schleudern und dann sterbe ich an Fallschaden. Möglicherweise ist mir das 2-3 Mal passiert.
So, naja, ich habe dann meine ganzen Pfeile verballert und musste jedes Mal warten, bis er wieder runterkommt, damit ich ihn mit meinem Schwert schwerten kann. Das hat Spaß gemacht. Jetzt muss ich nur noch das andere Portal finden und diese Stadt und das fliegende Schiff und die Flügel. Easy! Sieht das wunderschön aus? Oh Gott, ich bin verliebt. So schön. Erstmal Screenshot machen.
Also der Villager hat gesagt, ich soll mich hier nicht anschießen lassen, aber wenn ich mir das so angucke, weiß ich nicht, wie ich das machen soll, ganz ehrlich. Aha, und ich schwebe. Aber vielleicht ist das der beste Weg nach oben zum Boot? Gar nicht mal so eine schlechte Idee, Prikiki. Ich will hier raus, ich will hier raus. Komme ich hier raus? Ja, ich komme hier raus. Danke für die Fahrt. So, jetzt möchte ich hier gern anhalten. Halt, stopp. Okay, gut. Ich fliege noch eins weiter. Aua. Thank you for traveling with Schalkerbahn. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Villager mir die Wahrheit erzählt, aber bisher ist ja wirklich alles eingetreten. Portal, Drache, Portal, End City und Boot, fliegendes Boot. Jetzt müssen da nur noch Flügel sein. Also los, schnell zum Boot. Hier hängen tatsächlich Flügel an der Wand. Wahnsinn. Und was ist hier drin? Oh, guter Loot. Mhm. Okay, das zeige ich euch später. Wenn ich jetzt mit meiner Elytra fliegen möchte, dann brauche ich Rockets. Und für Rockets brauche ich Papier und Gunpowder. Und da kommt die Mobfarm ganz gut, weil die auch Gunpowder produziert. Ich war jetzt hier ein bisschen AFK und sammle mal das Gunpowder ein. Damit die Flügel lange halten und nicht kaputt gehen, müssen wir die jetzt noch enchanten. Und zwar mit Unbreaking 3 und Mending, damit die repariert werden können und ja, nicht so schnell kaputt gehen. We'll be right back.
Yes, Ziel erreicht. Gib mir gerne ein Like für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.